Stefan Liebig ist heute mein Gast. Es ist Montag, 22. September aus dem Bundestag. Stefan Liebig ist gerade zurückgekommen aus Amerika und hat das Wunderland des Kapitalismus gesehen. Als linker Abgeordneter haben wir eben darüber gesprochen, wie Sie es empfunden haben. Sie meinten, es gibt ja hier auch den gleichen Kapitalismus. Es ist schon ein anderer Kapitalismus, aber das Wirtschaftssystem ist im Großen und Ganzen schon das Gleiche. Dann haben wir gesprochen über die Ukraine und über die aktuelle Krise in der Türkei, die Flucht der Kurden und was Deutschland tun könne. Und jetzt wollen wir reden über ein Thema, das ganz originär Berlin ist, denn Stefan Liebig war zu Zeiten der Links-Links-Koalition, SPD und Linke, Parteichef der Linkspartei in Berlin und Fraktionschef im Abgeordnetenhaus. Das heißt, Sie haben mit wem von den drei Kandidaten der SPD, Rachid Saleh, Jan Stöß und Michael Müller, schon zusammengearbeitet? Mit einem oder mit allen schon? Na, ich habe Rachid Saleh und Jan Stöß erst in den letzten Jahren ein bisschen kennengelernt und kenne sie bei weitem nicht so gut wie Michael Müller. Das liegt natürlich daran, dass er als Fraktion- und Landeschef und ich als Fraktions- und Landeschef, wir hatten natürlich die schwierigen und Augenhöhe. Die schönen. Ja, wir hatten ein paar weniger Prozente als die SPD, leider. Aber in einer Koalition einigt man sich entweder oder man einigt sich nicht und dann ist sie zu Ende und wir haben versucht, uns zu einigen. Wir haben gut, fair und verlässlich zusammengearbeitet. Und ich habe bei Michael Müller eines gemerkt. Er kann sehr hart für seine Positionen streiten. Da ist er auch kein einfacher Gegenüber. Aber wenn man sich mit ihm auf einen Kompromiss verständigt hat, wenn man sich auf ein Vorgehen verständigt hat, dann steht er dazu. Ich nehme mal ein Beispiel, was in der Stadt sehr, sehr umstritten war. Das war die Frage des Religionsunterrichts. Es gab hier eine große Kampagne, insbesondere der Kirchen, die gesagt haben, wir möchten hier gerne das Modell einführen für den Religionsunterricht, was es in vielen anderen Bundesländern gibt. Wir haben gesagt, Berlin ist eine multiethnische Stadt und viele haben hier gar keine Religion. Und wir haben uns, nachdem wir uns vorher ein bisschen gekabbelt haben, für das Modell des Ethikunterrichts eingesetzt, was für alle verpflichtend ist. Und dazu stand er dann auch, obwohl Michael Müller mit einer anderen Position in die Debatte hineingegangen ist. Das war ein guter Kompromiss, da kann man sich auf ihn verlassen und ich glaube, er ist ein guter Mann. Also erster Punkt für Müller, Verlässlichkeit. Genau. Die ist da. Hätten Sie es denn gerne gehabt, wenn es Neuwahlen gegeben hätte? Naja, es ist schon... Ich meine, bei den schlechten Ergebnissen in Brandenburg für Ihre Partei ist das vielleicht auch noch ein großes Risiko. Ja, aber davon darf man sich nicht schrecken lassen. Also ich denke, aus Demokratiegesichtspunkten hätte einiges dafür gesprochen, wenn man alle Berlinerinnen und Berliner gefragt hätte. Jetzt ist es ja so, einige wenige Berliner, nämlich die, die das Parteibuch der SPD haben, entscheiden darüber, wer der nächste Bürgermeister wird. 17.000 sind das noch. Und das ist bei 3,5 Millionen Einwohnern eine ziemlich kleine Größe. Ich glaube... Man kann das auch begründen, warum Neuwahlen richtig gewesen wären. Man kann sagen, formal, man hat ein gewähltes Abgeordnetenhaus und das entscheidet jetzt, wer Bürgermeister wird. Das stimmt schon. Aber bei den letzten Wahlen, wir erinnern uns alle, da hat doch vor allen Dingen Klaus Wowereit als Person die Stimmen gezogen. Das lustige Plakat mit dem kleinen Schnappi-Krokodil, der sympathische Klaus Wowereit. Ich glaube, viele Wählerinnen und Wähler der SPD haben die Partei deshalb gewählt, weil Klaus Wowereit zur Wiederwahl stand. Er war damals auf dem Zenit seiner Popularität. Das ist jetzt anders, obwohl er wirklich in seiner Arbeit viele gute Dinge getan hat. Und ich glaube, dass es bei so einem Schnitt sinnvoll gewesen wäre, zu entscheiden, dass alle Berlinerinnen und Berliner darüber abstimmen. Spekulieren wir doch mal ein bisschen. Angenommen, Michael Müller wird Bürgermeister. Hält denn die Koalition mit der CDU? Oder sehen Sie da Möglichkeiten, dass die vorzeitig bricht und man eben dann doch zu Neuwahlen kommt? Also zum einen, glaube ich, ist Michael Müller ein Typ, der sehr gut auch eine bürgerliche Koalition zusammen mit der CDU anführen und repräsentieren kann. Zum anderen muss man sich ja anschauen, wie die beiden Parteien konkret regieren. Und da gibt es eine Fülle von Auseinandersetzungen in der Berliner Stadtpolitik, wo man nicht zueinander kommt. Bebauung des Alexanderplatz oder die Frage, wie ist die Liegenschaftspolitik im Land Berlin, Haushaltsfragen. Da wird plötzlich aus der SPD wieder alles vergessen, was man mal gelernt hat, nämlich, dass man das Geld, was man einnimmt, ausgeben kann und das Geld nicht auf den Bäumen wächst. Das finde ich, das sind alles Themen, da frage ich mich schon, was ist eigentlich der gemeinsame Vorrat in dieser Koalition? Und dann bewirbt man sich auch noch um Olympische Spiele. Da habe ich mich hier schon bei der letzten Sendung drüber aufgeregt. Ich glaube, das ist die Mohrrübe für die Berlinerinnen und Berliner, weil man keine besseren Ideen hat. Ich glaube, nicht wegen Michael Müller, sondern wegen des nicht mehr vorhandenen Vorrats an Gemeinsamkeiten sollte diese Koalition aufhören zu arbeiten. Sollte? Mhm. Glauben Sie denn daran, dass die Koalition möglicherweise vorzeitig platzt? Na, weil die beiden nicht mehr miteinander können oder wollen. Die sehen ja auch alle, was bei Wahlen passieren würde. Und der Machtwille schweißt zusammen. Also ich kann mir vorstellen, dass die CDU, obwohl sie in den Umfragen im Moment besser dasteht als die SPD, Sorge hat,
dass bei Wahlen ein rot-rot-grünes Bündnis stärker ist, und das ist ja auch sehr wahrscheinlich, und dass sie zwar zunimmt prozentual, aber ihren Zugang zur Regierung verliert. Das will die CDU eigentlich nicht. Das, was wir in Brandenburg und Thüringen noch nicht ganz erlebt haben, ist ja noch nicht zu Ende. Wir sind gespannt. Aber könnte so kommen. Ne? Also es könnte so kommen, dass die CDU in beiden Ländern nicht an der Macht beteiligt wird. Es kann auch anders kommen, das wird ja verhandelt. Aber ich glaube, die Berliner CDU hat davor schon Angst und will deshalb keine Neuwahlen. Und die Berliner SPD will jetzt erstmal möglichst ohne großes Getöse den Wechsel schaffen. Von Klaus Wowereit hin zu einem neuen regierenden Bürgermeister und hat auch kein Interesse daran. Und deswegen bleibt es der Opposition vorbehalten. Linke und Grüne wollen das. Die Piraten laufen gerade in alle Himmel. Richtungen auseinander. Genau. Die Partei, die beim letzten Mal sehr erfolgreich auch viele Proteststimmen gesammelt hat, die Kritik an der rot-roten Regierung hatten. Da sind ja jetzt viele prominente Mitglieder aus der Partei ausgetreten. Ich glaube, man wird sich, wenn man auf die Opposition schaut, auf Linke und Grüne konzentrieren müssen. Und die wollen beide Neuwahlen. Eine Partei haben Sie nicht erwähnt, die gerade bei den letzten drei Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, ja, ich merke schon, wollen Sie lieber nicht drüber reden, doch, AfD. Doch. 10%, 12%. Nein, wir müssen uns alle damit auseinandersetzen. Es sind ja auch leider Wählerinnen und Wähler, die unsere Partei beim letzten Mal gewählt haben. Eine ganze Menge, wie ich gesehen habe, ne? Sind dieses Mal auch zur AfD gegangen. Und da muss man sich Fragen stellen. Und ich glaube, eine Frage, die ganz wichtig ist, ist die, haben wir deutlich genug gemacht, dass es in unserem Land politische Debatten gibt, dass es politischen Streit gibt? Wenn man den Eindruck hat, dass sich alle Parteien in der Mitte treffen und alle irgendwie das Gleiche wollen, dann hat es eine Partei wie die AfD leicht. Die sagt, wir sind irgendwie gegen Europa, wir haben irgendwie das Gefühl, alles gerät aus den Fugen, viele Leute hören den Nachrichten, alles geht runter und drüber. Und dann ist so eine seltsame Mischung aus Homophobie, Putin-Freundlichkeit, Anti-EU-Politik, eine leichte Prise Ausländerfeindlichkeit, dann ist das populär und reicht dafür, dass eine Partei einzieht. Ich finde, das geht nicht. Wir müssen gerade im Bundestag darauf achten, dass wir uns wieder ernste politische Debatten liefern und nicht das ganze Land von dieser Merkel-Großen Koalition eingeschläfert wird. Weil Ihre Partei ist ja auch merkwürdig, ja? Das finde ich nicht. In Brandenburg haben Sie 8% verloren, ja? In Thüringen haben Sie was gewonnen. Ja? Wie erklären sich das? Also was in Brandenburg geschehen ist und was auch schon in Mecklenburg-Vorpommern geschehen ist und was auch in Berlin geschehen ist, ist, dass wenn eine Partei in der Regierung ist, ist es sehr, sehr schwer, noch Stimmen hinzuzugewinnen. Gerade bei einer Partei wie unsere, die so eine gesellschaftliche Oppositionspartei ist. Wenn man in der Opposition ist, dann wählen einen viele Leute, die sagen, wir sind gegen die da oben, wir finden, da läuft alles schief. Wenn man selber Teil der Regierung ist, dann verliert man natürlich diese Proteststimmen. Das ist ganz klar. Dann kommt noch hinzu, dass man in Regierungen Kompromisse macht. Und häufig sind wir der kleinere Koalitionspartner. In Thüringen könnte das ja jetzt mal anders werden. Und dann ist es so, dass viele Mitglieder die ureigene Parteilinie nicht genügend widergespiegelt sehen. Das heißt, aus meiner Sicht, es ist nicht überraschend, dass man in Regierungen verliert. Schön ist es allerdings auch nicht. Ich würde immer die Abwägung machen, man geht ja nicht nur zur Wahl, um Prozente hinzuzugewinnen, sondern man geht auch in Regierung, um Dinge zu verändern. Und dass beispielsweise die Seen in Brandenburg, die privatisiert wurden, wieder zurück in staatliche Hand gekommen sind, das ist eine tolle Sache. Das war linke Politik, dass es ein Vergabegesetz gibt, das ist toll. Das heißt, man ändert Dinge, aber man zahlt leider manchmal auch einen Preis. Haben offensichtlich zu wenig Bürger gesehen. Letzte Frage, wie geht es in Thüringen aus? Wird Thüringen das erste Land mit einem linken Ministerpräsidenten? Also wir waren noch nie so dicht daran wie jetzt in Thüringen. Bodo Ramelow hat einen ganz tollen Wahlkampf gemacht. Selbst die SPD hat gesagt, dass es letztlich ein Zweikampf zwischen Frau Lieberknecht und Herrn Ramelow war. Man ist in ernsthaften Sondierungsgesprächen, was ich von meinen Parteifreunden aus Thüringen höre, laufen die sehr, sehr gut. Allerdings, die Mehrheit ist sehr knapp und man muss alle an Bord haben. Also ich drücke da ganz fest die Daumen, das wäre eine tolle Sache für uns, aber natürlich auch eine Herausforderung und eine neue Erfahrung für unser Land. Glauben Sie denn, dass die Frau Lieberknecht das ernsthaft betreibt oder spielt die nur mit der Linkspartei? Also man könnte sich auch vorstellen, Schwarz, Rot und Grün. Ja, Frau Lieberknecht versucht, glaube ich, alles und ihre CDU, um an der Macht zu bleiben. Sie kann das mit der SPD versuchen, aber nachdem die SPD jetzt in der letzten großen Koalition so geschrumpft ist, kann ich das nicht wirklich empfehlen. Und ob es irgendwann mal die Zeit gibt, dass die großen Volksparteien CDU und Linkspartei im Osten miteinander regieren, darüber möchte ich jetzt nicht spekulieren. Kommt noch, erleben wir auch noch. Irgendwann ist es. Ich bedanke mich bei Ihnen, Stefan Liebig.
Abgeordneter der Linkspartei im Bundestag, gerade zurück aus Amerika und frisch in die Sitzungswoche gekommen. Gibt genug zu tun. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder, selbe Zeit, 2015 aus dem Bundestag. Und bis dahin, tschüss.